Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Daily Overview am Donnerstag. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich nicht am Donnerstag da bin. Naja gut, ich bin doch da. Leider aber heute allein, ne? Ja, woran liegt das? Es ist keiner da. Und ich komme auch wahrscheinlich ein bisschen später wieder, deshalb mache ich das jetzt ganz schnell hier noch. Und deshalb machen wir das jetzt mal ganz schnell und dann kommen wir direkt zu den News. Und da haben wir nämlich ein News von unserem Kevin. Unser Kevin, der ist wirklich sehr anstrengend heute. Der hat gestern nochmal zwei News reingereicht. Und die handelt nämlich über die E3. Nämlich da soll tatsächlich die Fourth Engine 2 als Überraschung geben vielleicht. Und nämlich seit der gestrigen Portal 2 Präsentierung von Valve gehen die Zeiten vieler Gerüchte herum, welches Spiel dann nun stattdessen angekündigt werden soll. Ja. Ein neues Half-Life ist natürlich auch so immer die Frage und natürlich auch ein Gespräch. Und deshalb wird natürlich immer weiter gewartet, was passiert. Kommt denn nun die Fourth Engine 2 auf der E3 2010 oder nicht? Nun hieß es tatsächlich, es würde die neue Fourth Engine 2 vorgestellt werden auf der E3. Das behauptet nämlich die Seite vg247.com. Und natürlich ist natürlich die Quelle natürlich wieder anonym. Also kann man natürlich nicht genau sagen, ob das wirklich echt ist oder nicht. Ja, am 15. Juni startet nämlich die E3 und dann wissen wir erst ganz genau, ob es stimmt oder nicht, ob die Fourth Engine 2 es vorgestellt wird oder nicht. Eine weitere News haben wir nämlich noch, Max Payne 3, und das wird tatsächlich jetzt verschoben. Ja, schade, auf 2011, das ist natürlich ein großes Dilemma, 2011, Max Payne 3, nicht Fourth Engine, nein, und ja, eigentlich erscheint mit Max Payne 3 im Oktober. Das ist ja so geplant gewesen. Leider wird dieser Termin aber nicht wahrgenommen, da man etwas mehr Zeit für das Spiel braucht. Bei Red Dead Redemption kam es dem Spiel zugute, dass man mehr Zeit dafür investiert hatte. Mal sehen, ob es auch für Max Payne 3 was wirkt. Und in einem Interview mit dem Take-Two-Chef, nämlich Ben Feller, meinte er nämlich, obwohl wir keine Verschiebung eines Titels auf der leichten Schulter nehmen, zeigt doch der Erfolg von Red Dead Redemption, wie wichtig es ist, einem Spiel die Zeit zu geben, ein volles Potenzial zu entfalten. Das ist natürlich was ganz Großes und ja, somit kann man natürlich abwarten. Max Payne 3 verschoben auf 2011 ist natürlich eine große Sache, die ich natürlich sehr komisch finde. Max Payne 3 2011, bringt es was? Ich weiß es nicht. Müssen wir einfach mal schauen, was so passiert. Aber Max Payne 3 sind wir auf jeden Fall sehr begeistert drüber. DJ Hero 2, wir lieben es nämlich Your Friends, Your Like, Your Music. Und das ist nämlich die neue Aktion von Activision, nämlich für DJ Hero 2. Das wurde jetzt nämlich offiziell angekündigt und es soll tatsächlich in dem DJ Hero 2 85 Tracks geben, mit DJ, dem DJ zur Verfügung stehen natürlich insgesamt. Und das für die Plattform PlayStation 3, Xbox 360 und der Nintendo Wii. Was ganz neu dabei ist, das ist ganz wichtig, ganz interessant, es gibt zwei Turntables und ein Mikrofon und so ist es ja schon fast ein Band Hero, kann man so was sagen, ne? Diesmal aber mit Mixer, ne? Das ist ja auch was Interessantes, ja. DJ Hero 2 soll tatsächlich wie sein Vorgänger von Freestyle Games entwickelt und von Activision für die verschiedenen Systeme abgestimmt werden. Und dazu gibt es auch einen kleinen Trailer, den findet ihr bei uns in der News. Und ich bin mal gespannt auf DJ Hero 2. Ich habe DJ Hero 1 nicht gespielt. Ich warte immer noch darauf, dass ich spielen kann, aber mal schauen. Vielleicht kaufe ich mir ja bald ein Spiel, damit ich es dann spielen kann. Respawn Entertainment. Ja, Kommando zurück. Nein, wir machen es doch nicht. Nämlich gerade erst wurde auf der E3 angekündigt von Respawn Entertainment. Das stellte sich nämlich alles heraus, dass es ein Fake war. Nämlich ein Sprecher von EA versicherte, dass es keine Enthüllung auf der PCP E3 geben wird. Nämlich der Beitrag auf Facebook wird wohl wegen einem Kiddy am Ende ironisch gemeint sein. Darum
wollte Respawn Interactive Entertainment, nicht Interactive Entertainment, wohl ausdrücklich, dass sie zum Spielekonzept zu machen genug Zeit brauchen werden. Also da heißt natürlich ein bisschen abwarten und einfach mal auf, ne? Respawn Entertainment Kommando zurück. Könnte etwas länger dauern, ja. NHL 2011. Ja, das gute alte Eishockey-Spiel auf den standardmäßigen Konsolen PS3, Xbox 360 und der Nintendo Wii steht mal wieder bevor. Und da wurden jetzt tatsächlich die ersten Bilder tatsächlich schon veröffentlicht. Und Electronic Arts hat dazu eine kleine offizielle Ankündigung gemacht, dass das Spiel dieses Jahr noch erscheinen wird, leider aber nicht. Denn wir warten immer noch darauf, dass es offiziell Microsoft Electronic Arts noch bestätigt. Und vermutlich wird das Spiel im Herbst oder Winter diesen Jahres noch erscheinen. Und bis dahin könnt ihr euch die Screenshots anschauen, die bei uns in der News sind. Die 6 Stück. Viel Spaß damit. Grand Theft Auto 4. Die Verkaufszahlen sind dazu bekannt gegeben worden. Und das nämlich, man wartet ja nicht lange drauf, nämlich im Frühjahr 2008, also Frühling 2008, wurde auf der Xbox 360 natürlich ein ganz großes Maßstab gesetzt. Nämlich die Quartalszahlen von Take-Two wurden veröffentlicht und es wurden insgesamt für Grand Theft Auto 4 17 Millionen Exemplare bis April 2010 verkauft. Das ist natürlich eine ganz große Zahl und vielleicht schafft es ja auch ein Nachfolger von Grand Theft Auto, wenn ein Nachfolger kommt. 17 Millionen, das ist natürlich eine ganz große Sache und das so in 2 Jahren. Kommt drauf an, ob das andere Spiele auch schaffen. Ich bin mal so sehr gespannt darauf, ne? Die Sims 3, wir lieben dieses Spiel. Money liebt auch dieses Spiel. Ich leider nicht mehr, denn es ist einfach für mich ein bisschen zu komisch. Dazu kam aber jetzt nun ein Konsolentrailer. Wir hatten mal vor etwas längerer Zeit mal darüber berichtet, dass die Sims 3 auch auf den Konsolen erscheinen wird. PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DSi oder Nintendo DS. Und dazu gibt es jetzt nun ein kleines Video, ein englisches Video, wo alles nochmal so ein bisschen erklärt wird, was denn genau in der Konsolenversion passiert und was die exklusiven Features dafür sind. Ab Herbst soll dann das Spiel für die genannten Plattformen, also PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii und Nintendo DS erscheinen. Und bis dahin können wir noch ein bisschen warten und uns vorher noch mit der Konsolenversion ausfindig machen. Und wem es nicht sagt, die Sims 3, ihr müsst es nicht spielen, das sage ich immer, ne? Aber wer es gerne spielen möchte, soll es gerne tun. FIFA 2012. Ja, das ist natürlich so eine Sache, die ist schon sehr groß im Nehmen. Nämlich der Creative Director Gray Patterson von EA Sports hat in einem Interview nämlich gesagt, dass ein kleines Team schon an einem Nachfolger von FIFA 12 arbeitet. Und laut seiner Aussage muss man so vorgehen, damit die jährliche Veröffentlichungspolitik auch funktioniert. Das ist natürlich was ganz Großes. Und deshalb sagen wir ja. FIFA 12 kommt, einige freuen sich, ich freue mich noch nicht. Ja, Patterson gab natürlich auch überraschenderweise einen Spielmodus bekannt, der im neuen Spiel enthalten sein wird. Es handelt sich nämlich um den Hardcore-Modus, denn für geübte Spieler soll dieser Modus natürlich wirklich den letzten Nerv rauben. Und ob dieser Modus wirklich im Spiel erscheinen wird, steht tatsächlich noch nicht fest, aber man kann natürlich gerne warten. Und ich sag mal, es soll ja dann auch so bald erscheinen, 2011, und ich denke mal so, also ich glaube also, wenn FIFA 11 erschienen ist, dann kommt so in circa 1-2 Monaten danach so mal eine Ankündigung, ja, das und das wird es geben, und ich denke mal, das wird dann auch richtig fast. Dann kommen wir zu PlayStation Move, denn ihr kennt ja alle die PlayStation Move Controller, und die ist natürlich ganz komisch, sie hat oben eine bunte Farbkugel. Ja, diese Farbkugel soll tatsächlich weich und robust trotzdem sein, sodass dadurch natürlich keine Unfälle entstehen können. Und natürlich Farbeffekte sind natürlich das große Highlight bei dieser Konsole. Die Kollegen von PC Welt haben dazu ein kleines Video zusammengestellt, in dem einiges über den Controller erzählt wird. Und deshalb schaue ich das mal am besten an. Selbst ein kleiner, ist so ein kleiner Check dabei. Und deshalb schaut euch das mal an. Und eine einzige News habe ich noch, nämlich die Xbox Live. Da haben wir uns so richtig drüber gefreut, denn um circa 15 Uhr wurde bekannt gegeben auf der Facebook-Seite von Xbox Live, dass
am Wochenende, also von Freitag bis Sonntag, alle Silbermitglieder, aber wirklich auch alle, die kostenlose Goldfunktion bekommen. Xbox Live Gold, gratis Gold fürs Wochenende für Silbermitglieder. Und in dieser Zeit, wenn ihr Goldmitglied seid, könnt ihr natürlich alle Nutzen des Gold Futures nutzen und natürlich alles herunterladen, ohne in der Warteperiode zu landen. Also ein, zwei Wochen nach dem Erscheinen können dann auch Silbermitglieder das herunterladen. Das ist dann erstmal Ade für diese Tage. Wer nach Sonntag dann tatsächlich diese Aktion weiterhin machen möchte, haben möchte, dieses Goldmitglied, der muss dann wohl leider 60 Euro herrappen, aber okay, 60 Euro für Xbox Live Gold, ist das wirklich notwendig oder nicht? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich sag mal so, Silber reicht ja auch schon. Und wenn nicht, dann wartet man eben ein bisschen länger. Man hat ja auch die Zeit zu warten. Und man hat, es ist ja auch auf jeden Fall die Zeit dafür zu warten, ne? So, das war's.